Willkommen zurück zu Let's Play WoW. Ja, mit unserer Jägerin Mila. Ja, so, was haben wir als letztes gemacht? Wir sind in den Hafen eingedrungen, haben schon ein paar Haie getötet. Und jetzt müssen wir die Morlocks jagen. Da mounten wir direkt mal auf. Oh, hier sind sogar auch noch ein paar Spieler. Ein Hexenmeister. Was sitzt hier noch? Ein Mönch. Hi. Es wundert mich immer noch, dass so viele leveln. Trotz, dass es kurz vorm Addon, also das Addon ist ja jetzt schon draußen, ne? Gut, deswegen leveln sie nicht. Diese Folge ist für den Donnerstag. Und wir werden sehen, was passiert mit den neuen Addon. Ob man, ob wir, wenn wir werden ja auch die Let's Plays hier weitermachen, trotz des neuen Addons. Aber wir werden mal sehen, mal gucken, ob wir dann noch immer noch so viele Leute antreffen beim Leveln. Ich bin mal gespannt. So, da ist schon der erste Morlock. Können wir gleich angreifen. Zack. So, wollen wir mal hier Action machen. Los, unser Tier. Zack. Er ist besiegt. Können wir direkt eine Aufgabe abgeben, dass er sehr schön sucht nach Stangen. Okay. Das können wir machen. Und da ist der nächste Morlock-Angriff. Zack. Und wieder einer. Was sollen wir denn hier eigentlich finden? Okay. Einen bestimmten. Ein Obermorlock. Wo ist er denn? Steckt er sich hier oder müssen wir den finden? Das ist ja auf jeden Fall nicht. Wir werden erstmal die anderen Morlocks besiegen. Und zack. Dich haben wir auch. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Besiegt, das ist sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken. Da ist er. Der gute Chef der Morlocks. Angriff. Hier ist eine weitere Kiste, die wir brauchen. Zack. Totstellen. Tötungsbefehl. Schuss. Haben wir auch besiegt. Zack. Sehr schön. Zack. Sucht weiter in den Hütten der Morlocks. Okay, werden wir erledigen. Aber erstmal werden wir dich besiegen. Dich werden wir auch schon mal gleich holen. Haben wir ein Krokodil gerufen, das ist auch. Ja, die Tiere, die ruft man halt dementsprechend, welche Tiere auch hier in einer Nähe oder in einer Umgebung sind. Das ist nicht einfach nur random, wie ich auch früher dachte. Das ist halt nur da, die Tiere, kannst nur die Tiere rufen, die es auch in dem Gebiet gibt. So, zack. Oh, ein weiteres Level up. Das ist sehr schön. Da oben können wir gleich die nächste Aufgabe abgehen. Das werden wir auch machen. Ihn werden wir mal besiegen, nochmal den Morlock. Denn zwei brauchen wir dann noch. Also jetzt brauchen wir immer noch zwei. So, wo geht's denn weiter? Da oben. Oh, da ist er. Der erste Mart. Mit dem sollen wir ja sprechen. Oh, er ist ein Geist. Also lebt da nicht mehr, ne? So, töte fünf verfluchte Seemänner, fünf verfluchte Marinesoldaten. Okay. Aber erstmal werden wir die Morlocks abschlachten, wollte ich schon gerade sagen. Erstmal besiegen. Dezimieren. Ganz diskret. Zack. So, du darfst nicht weglaufen. Dann holen wir dich noch. Oh, jetzt haben wir eigentlich schon genug. Dich besiegen wir noch schnell. Kein Problem. Oh, ah, dich wollte ich eigentlich. Ich dachte, wir hatten dich schon angegriffen. Hast du Glück gehabt. So, und dann werden wir uns mal ein paar verfluchte Piraten, wollte ich schon sagen, holen. Ein paar Seemänner. Zack, ab ins Wasser fröhlich. Schön abkühlen. Zack. Zack, haben wir. Und haben wir auch besiegt. Sehr schön. Dann geht es gleich da hinten weiter. Werden wir sie ja alle kriegen schon an den Schiff? Bestimmt.
hinten ist der Marinesoldat. Du treibst ihn so weit von den anderen weg. Das ist nicht schön. Auch. Das ist zu weit entfernt. Wollen wir gleich mal ins Schiff eindringen? Dann wollen wir mal gucken, was so im Schiff ist. Zack. Oh, der Bogen ist gerade verbuggt, ne? Die schießt nur so. Cyberschießen. Oh, Martin ist gerade online gekommen. So, zack, haben wir auch besiegt. Rufen wir mal ins Boot rein. Hallo, da sind wir. Angriff. So. Und bam, haben wir. Dich haben wir auch. Gehen wir mal aufs Deck. Vielleicht treffen wir noch Captain Jack Sparrow. Wo ist denn unser Tierangriff? So, einen Marinesoldaten brauchen wir noch. Den holen wir uns da vorne. So, ich höre eigentlich mittlerweile gar keinen Kampfsound mehr, ne? Aber ihr... klickt, aber ihr müsstet, glaube ich, nur ein kleines bisschen müsstet ihr hören. So, dann haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Dann gehen wir mal zum Mart. Oh, was ist denn jetzt los? Wir sind ein Untote. Okay. Ja, wir sind ja auch verflucht, ne? Wir haben die Verfluchten getötet, sie haben uns verflucht. Nehmen wir das hier mit, bringt am meisten Gold. Bringt die zum Kapitän hier. Okay. Ab zum Kapitän. Wir sollen die holen, ne? Nicht ihn bringen, wir sollen die erstmal holen. So, ich gehe aber von. Ah, okay. Fluchter Seemann. Ist ja der Kapitän. Ach, den müssen wir erstmal killen, den Kapitän. Okay. Hinter unsere Tiere. Nächstes hin. Zack. Nun, der Kapitän sieht ein bisschen stärker aus. Aber nicht so stark. So, haben wir ihn besiegt. Oh, die Kiste. Das müssen wir bestimmt nach unten tauchen. Bestimmt in seiner Kajüte. Runter. So, schwimmen wir mal hier lang. Ist er hier? Hier ist er nicht. Ach, ganz unten. Es geht noch eins tiefer. Da ist er. Na komm, können wir uns totstellen. Wo ist unser Tier? Müssen wir uns mal heilen kurz. Ah, hier hätten wir auch reingekonnt. Ist so lange her, dass ich diese Aufgabe gemacht habe. Ja, komm, dich besiegen wir auch noch schnell. Ach, unser Tier ist auch verwandelt worden. So, zack. Auch. So, dann öffnen wir mal seine Geldkassette. Bringt die bringt das verfluchte Auge von mir zum in Medithiel, in Sumpfland. Okay. Das können wir machen. Und damit haben wir auch schon alle Aufgaben fertig, die wir alle hatten. Und dann können wir sie alle direkt abgeben. Mal gucken, ob wir ein weiteres Level abkriegen. Oh, ich wollte nicht wieder ins Schiff. Ich wollte ans Land. Reicht mit dem Wasser. Wo ist unser verfluchtes Tier? Das Schwimmtier. Ist auch sehr schön. Unser Tier ist jetzt eine verfluchte Seeräuberin. Seeräuberin. Das sind Marinesoldaten. Entschuldigung. Und auf Mountain, auf unseren Tiger. Und ab in den Hafen. Wird ein langer Ritt. Ja, das Add-on ist draußen. Wie findet ihr es? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich kann jetzt noch nichts dazu sagen, weil das Add-on ja erst rauskommt nach der Aufnahme. Ich freue mich auch schon drauf. Der Jäger ist schon bereit. Dann werden wir mal gucken, was das Let's Play von Level 110 bis 120, wie es wird.
ob wieder so viel in den ganzen Startgebieten rumeiern wie früher. Wir lassen uns überraschen. Oh, der Mönch ist auch in Action. Boah, die Nase juckt. Oh, so. So, zack. Und dann gucken wir mal. Da hinten ist der Hafen. So. Dann werden wir mal die drei Aufgaben abgeben. So, der Hafen und die Berge, wo die Eisenschmiede drin ist. So, jetzt gerade gekracht, da hat bestimmt eine Tür gerade zugeschlagen. Jetzt glaube ich, gewittert es gleich draußen. So, dann wollen wir mal die Aufgabe abgeben. Die können wir hier abgeben. Zack. Sehr schön. Du kriegst auch den Goldkopf. Oh, Füße. Schöne Füße. Bewegung, Ausdauer. Ich humpel wie Wumpe. Nehmen wir die hier. Und im Gasthaus können wir auch noch eine Aufgabe abgeben. Aber kein Level Up. Wir haben es leider nicht geschafft mit dem Level Up. Ah, ist aber nicht so schlimm. So, du kriegst das verfluchte Auge. So, haben wir hier noch eine Aufgabe? Oh! Dinosaurierkrise, okay. Die Dinosaurierkrise, hier gibt es gerade keine Folgeaufgabe. Sieht so aus. Doch, da. Es ist eine aufgeploppt. Ist das nicht der Hauptmann? Genau, der Hauptmann hat was für uns. Sprecht mit am nördlichen Hafen, okay. In der nördlichen Hafen, also doch da oben. Also ab in den nördlichen Hafen. Sprecht mit den sprecht in an der Station Schnellschacht nördlich vom Hafenmädchen mit Jalit Fließmeißel. Okay, dann werden wir mal zu den Kollegen hin. Wir hängen fest. So, dann werden wir nochmal das Sumpfland nochmal angucken. Ich finde das Sumpfland toll. Was heißt toll? Es ist ein Sumpfland. Wie kann man ein Sumpfland toll finden? Also von der Grafik her finde ich es gut. Und gucken wir mal, wer alles online ist. Martin, Pascal. Alle sind so online. Sehr schön. Alle warten sie schon das Add-on ab. Oh. Da hätten wir nicht reinreiten sollen, aber kein Problem. Siegt. Zack. Und da können wir schon wieder aufmounten. Wie fehlt uns denn noch? Oh, nicht mehr viel. So an die 30.000. 30.000 Erfahrungspunkte. Das geht eigentlich relativ fix. Wenn wir wieder ein paar Aufgaben kriegen, wenn wir da mal irgendwann ankommen. Und nicht ständig angegriffen werden. Ja, ist klar. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen Action machen. Heilen können wir uns leicht. Unser Tier heilen wir mal. Zack. So, hallo, wir wollen weiter. So, sehr schön. Looten wir sie mal. Das ist das halt, wenn man querfeld einläuft und in alle Mobgruppen rein. Wenn wir mal jetzt mal ein bisschen umlaufen, wollen wir nicht ständig abgemountet werden. So, wo ist es denn? Da hinten bei der Mühle? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo das damals war. Ich glaube, da bei der Mühle. Ja, das sieht schon so aus. Die sieht auch richtig abgefuckt aus, die Mühle. Bewegt die sich? Ja, ein bisschen. Kleines bisschen bewegt sie sich noch. Jawohl, hier gibt es wieder ein paar schöne Aufgaben für uns. Was hast du denn für uns? Krokodile. Nee. Krokodilsbalge. Okay. Krokodile besiegen. Wie geht's? Man sieht sich. Jawohl. Möchtet ihr was kaufen?
Das haben wir auch, ja. Aber ich würde sagen, wir machen hier nächste Woche weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Feedback da lassen, Kommentare, ihr wisst es. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Bürger MP. Let's Play WoW. Auf Wiedersehen und tschüss.